Hallo ihr Sepplinge, willkommen zu einer neuen Folge Star Stable Online. Wir befinden uns in Vailedale Village, denn wir wollen jetzt mit der Story-Quest weitermachen, wo wir Johanna bei allem geholfen haben. Und wir müssen ja als nächstes zu Avalon. Ja, weil es da schart auch schon mit den Hufen, er ist ganz so ungeduldig. Wehe, du verlässt mich jetzt wieder, böse Stimme. Und es haben jetzt auch schon unheimlich viele gefragt, wann ich denn mal Partygirl reite. In weißen Andalusia. Und es ist momentan ultra viel zu tun, an Videos noch zusammenzuschneiden von der Gamescom und so weiter und so fort. Ich werde zusehen, dass ich jetzt demnächst mal das Vorstellungsvideo von ihr reinpacke. Und dann werde ich sie auch mal reiten. Allerdings nicht für so lang, weil ich habe ja schon mal gesagt, ich bin gar nicht mehr so ein Andalusia-Fan seit den Quarters und den Morgans, wegen, ja, weil sie einfach deutlich schlanker sind. Und ich meine, Angels Song will ich ja auch gerne noch halten. Aber ich werde sie auf jeden Fall schon mal reinpacken. So, Avalon, was meinst du jetzt zur Sache mit dem Schattensucherfänger, Staubsauger, Dingens? Das ist sehr interessant, Dina. Ich glaube, ich habe eine Lösung. Wir machen dieses kleine Wutäffchen hier nett. Es ist nämlich gar nicht so schwer. Du musst verstehen, dass sie nur so gemein sind, weil es so viel dunkle Magie gibt, wo sie herkommen. Wir werden sie einfach guter Magie aussetzen. Suche zwischen den Häusern auf dieser Seite des Flusses. Hinter einem der Häuser habe ich im letzten Jahr Nettkraut gepflanzt. Man sollte es jetzt ernten können. Pflücke ein wenig davon und ich werde ein Nettpulver daraus machen. Nettpulver. Okay. So. Gut, dann gucken wir mal, ob wir das Nettkraut finden hinter einem dieser Häuser. Schauen wir als erstes mal hier hinten. Ja, so Nettkraut, das wäre im echten Leben auch mal was. Wow, Bank. Das könnte man echt mal gut gebrauchen. Also hier hinten scheint nichts zu sein. Na, gucken wir mal hinter den anderen Häusern. Oder hier unten vielleicht in der Senke. Hier sind überall Rosen. Kann das sein, dass es gerade ein klein wenig leckt hier? Oder bilde ich mir das nur ein? Doch schon, oder? Jo. Ach Mann. Ja, gut, das ist natürlich auch eine Möglichkeit, wieder zurückzukommen. Auf dieser Seite des Flusses hinter den Häusern. Ja gut, gucken wir einfach mal hier hinten weiter. Ah, ganz viel Nettkraut. 3, 4 und 5. Da haben wir das Nettkraut schon gesammelt. Lalalalala. Also, auf zurück zu Avalon. Und dann drücken wir ihm das Nettkraut in die Hand und dann hoffen wir mal, dass er nicht wieder einen ganzen Tag braucht, um das fertig zu machen. Das wäre natürlich doof. Das ging aber schnell. Dieses Kraut sieht sehr gut aus. Dina, danke. Ja, wir können weitermachen. Also, ich habe jetzt das Nettkraut gemahlen und ein paar geheime Druidenzutaten hinzugefügt. Schau dir dieses schöne Pulver an. Riecht das nicht fantastisch? Wie Zimtschnecken und Sahnetorte. Wenn du das Pulver aufsaugst, dann wird dem Schattensucher eine ordentliche Ladung von Nettigkeit um die Ohren gepustet. Das sollte super klappen, du wirst sehen. Okay, müssen wir das jetzt... Was müssen wir damit jetzt machen? Wo haben wir denn den Schattensauger? Hat er den nicht noch? Ach, da hinten, da steht er doch. Da. Können wir es vom Pferd aus machen? Wahrscheinlich nicht. Doch, Tatsache. Tja. Okay. Hast du gesehen, Dina? Es hat ausgezeichnet funktioniert. Wie nett sich das kleine Ding jetzt anhört. Hier, nimm den Schattensauger. Du wirst ihn in Zukunft brauchen. Okay. Dina, ich bin froh, dass ich dir helfen konnte. Bring den Schattensauger mit dem Schattenwesen zurück zur Hexe. Und du richte ja aus, dass wir Druiden nichts gegen sie haben. Wir sind froh, dass sie wieder nett ist. Sie ist jederzeit willkommen, auf eine Tasse Tee vorbeizukommen. Richte Pi aus, dass ihr die konvertierten Schattensucher dazu benutzen müsst, den pandorischen Riss so schnell wie möglich zu schließen. Es ist sehr wichtig, dass ihr das macht. Das müsst ihr ernst nehmen. Warte. Nimm auch den Rest des Nettpulvers mit. Du musst eventuell noch mehrere Schattensucher netten machen. Okay. Ich würde sagen, dann lassen wir uns eben fix abholen. Denn bis zu Pi brauchen wir ja noch mal eine Weile.
tülüm, 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 tülüm. Reiten wir jetzt, dann reiten wir jetzt. Nee, wir fahren jetzt erstmal wieder bis zur Reitarena. Wir sind ja wieder tendenziell eher faul. So. Und rum. So. Oh. Und runter zur Reitarena. Von da aus reiten wir dann wieder. Es nimmt langsam Formen an. Mal dürfen wir einen Riss verschließen. War ich mal wieder hier. Das war der schwarze, ne? Ja. Und der schwarze Sattel? Das war der hier. Komm. Gehen wir mal wieder im richtig schicken Outfit hier auf die Piste. Die kommen mir so ultra schnell vor die Morgens. Das ist Wahnsinn. Okay, natürlich, sie sind ja auch schneller als die anderen Pferde. Aber trotzdem finde ich hier den Unterschied doch nochmal deutlich krasser. Also vom Aussehen her im Vergleich zu den Paints und den Quarters. So, jetzt müssen wir hier hoch. Ich hoffe, wir sehen gleich oben bei Pi überhaupt noch was. Es ist ja, wenn generell schon die Sonne untergeht und dann reitet man noch in so einen dunklen Bereich rein, das gibt schon mal leichte Orientierungsschwierigkeiten. So. Ja, guckt euch das mal an hier. Hallo. Oh, das hört sich ja wirklich nett an, was man da aus der Flasche hört. Wir können ihn also bald freilassen, oder? Die Druiden wollen, dass wir den Riss mit Hilfe des Lichtwesens schließen? Hört sich vernünftig an. Das machen wir. Okay, Moment, muss ich mal was schreiben. So. Jetzt, wo wir wissen, dass der Schattensauger funktioniert, können wir uns bis zum Riss vorarbeiten. Mach es so wie beim letzten Mal und komm zu mir zurück, wenn du alle Schattensucher in der Taucherflasche gefangen hast. Beeil dich, sobald sie weg sind, müssen wir den Riss schließen. Wenn wir nicht schnell genug sind, kommen vielleicht noch mehr Schattensucher raus. Okay, gut. Dann stellen wir Wildstar mal hier ab. Die wird wieder nicht mit reinkommen wollen. Ist vielleicht auch besser so. Oh Gott. Hoffentlich sehe ich jetzt überhaupt, wo die Viecher rumhängen gerade. Den ersten haben wir ja schon eingesaugt. Ja, wo müssen wir jetzt mit dem nächsten? Ah. Und einmal den Staubsauger platzieren, so. Müssen wir jetzt warten, bis er kommt. Ich sehe es halt echt nicht, wo der gerade ist. Boah, es ist dunkel. Da kommt er. Ernsthaft, er hat mich gefangen? Normalerweise hätte doch der Staubsauger den vorher einsaugen müssen. Etwa so. Was war denn da jetzt los? Okay, nächster Versuch. Das ist jetzt natürlich ärgerlich. Naja, macht nichts. Ach, der steht jetzt noch da hinten, der Staubsauger? Tatsache. Und wo kommt der Schattensucher? Ah, müssen wir wieder warten. Ich drehe mal die Kamera so, dann kann man ein bisschen besser sehen, wann der über den Boden sucht. Ah, ich hasse solche Geduldsaufgaben, so Geduldsquests. Da hinten kommt er. Ah, jetzt kann man es sehen, da kommt er angewabert. Den Schatten in den Staubsauger in sich drin. Hallo? Aha. Ich dachte gerade schon hier. So, einen. Da oben ist der nächste. So. Das heißt, es wieder warten. Ich bringe mich wieder ein bisschen in Sicherheit hier. Nicht, dass der uns doch noch erwischt. Ja, da hinten strahlt es schon. Da hinten ist schon der nächste Riss.
was der nächste Riss ist, der Riss, den wir verschließen müssen. Aber natürlich müssen wir uns bis dahin erstmal vorkämpfen und vorschleichen und vorsaugen. Eieiei. Da kommt er wieder. Dann haben wir den zweiten. Jetzt ist der Staubsauger soweit verschluckt. Jawohl. Zack. Nächster. Wieder einsammeln. Ich sehe halt echt kaum noch, wo ich hinlaufe. Ist ja Wahnsinn um die Uhrzeit hier. Ich sehe überhaupt nicht mehr, wo ich hinlaufe. Okay, wir gehen mal nach ganz hier unten. Dann werde ich zwar nicht mehr sehen können, wo der hin war, aber komm, wir verstecken uns hier mal vorsichtshalber. So kann uns definitiv nichts passieren. Jetzt müssen wir nur ein bisschen warten, bis der nächste Schattensucher in die Staubsaugerfalle tappt. Ich habe übrigens so ein bisschen das Gefühl, ich habe mich erkältet. Vielleicht so dieses typische, dass es, wenn es warm ist, dass man sich dann irgendwie einen von der Klimaanlage wegholt. Ah. Hä, da ist doch gerade was gewabert. Was macht denn der hier unten? Warum hat ihn das Ding nicht eingesaugt? Hm. Aber wir haben den doch platziert. Guck mal hier, hier war aber jetzt gerade zurück. Da, jetzt müsste es eigentlich aber gleich funktionieren. Hm. Ich muss auch sagen, wir haben schon wieder verflixt viele Erfahrungspunkte bis Level 17 schon. Also es geht doch flotter, als ich gedacht habe. Und es haben jetzt schon einige von euch geschrieben, dass mir noch viele Quests bevorstehen von der Story her. Ja, und das Dino-Teil habe ich ja auch noch. So, letzter. Müssen wir jetzt zu Pete zurück oder müssen wir jetzt hoch? Ich glaube, jetzt müssen wir zu Pete zurück erstmal. Und dann können wir nochmal hier hinten hin und den Riss verschließen. Hier vorne dürft ihr jetzt eigentlich nichts mehr wabern. Ja. Meine Güte. Also hier sieht man ja wirklich gar nicht mehr, wo man hinläuft. Ich würde jetzt hier in dieser Situation, wenn ich hier jetzt gerade stehen würde, ich glaube, ich würde mich irgendwo in eine Ecke hocken und einfach nur heulen, weil es so dunkel ist. Ich kann das ja überhaupt nicht ab. Ich sehe überhaupt nicht mehr, wo ich hinlaufe. Bin ich hier richtig? Ja. Gut, jetzt saugen wir das Netpulver in den Schattensauger. Pfuff. So, jetzt sind alle Schattensucher nett und glücklich. Hörst du, sie singen in der Flasche. Es hört sich schön an. Man sollte es aufnehmen und zu Jorvik... Was? Jorvikifi? Joma schicken. Es könnte ein echter Hit werden. Was? Ja, du verstehst. Obwohl ich Hexe bin, gehe ich mit der Zeit. Neben Hexerei sind meine Hobbys Musik und Computer. Genug davon. Zurück zu unserem Auftrag. Wir müssen zusehen, dass dieser Riss geschlossen wird, sodass nicht noch mehr dunkle Magie frei wird. Bring die Lichtsucher nach oben zum Riss und platziere sie dort auf der Erde. Zusammen sollten sie so viel positive Energie ausstrahlen, dass der Riss kollabiert und sich das Portal nach Pandoria schließt. Viel Glück, Dina! Okay, versuchen wir mal unser Glück. Mal schauen, was passiert. Jetzt müssen wir wieder diesen ganzen L-langen, dunklen Weg lang. Nein! Nein, 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 es ist viel zu dunkel. Können wir es nicht morgen machen? Oh Gott. Hilfe, also ich weiß jetzt nicht, wie ihr es gerade seht, aber hier ist um mich gerade drumherum nur noch schwarz. Jetzt ist wieder ein bisschen heller. Jetzt ging es hier hinten weiter hoch, oder? Ne, hier ist eine Wand. Oh.
weiß doch nicht, ich sehe absolut nicht. Hier hinten, hier muss ich irgendwo hoch. Ich glaube, jetzt bin ich richtig. Ja. Meine Güte, ich sehe echt gerade überhaupt nicht mehr, wo ich hinlaufe. Ist ja Wahnsinn. Okay, also, der Riss. Ein Lichtwesen. Ah, die liebe hier. Ah, sind die süß. Oh Gott, nein, sind die süß. Oh. Okay. Abkürzung. Na toll, die Abkürzung hätte ich vorher mal kennen sollen. Gut, jetzt ist es hier wieder hell. Jetzt sehen wir hier auch mal wieder was. Supi, der Riss ist verschlossen. Aber ist ja interessant. Diese Risse scheinen ja wirklich das Licht zu verschlingen. Regelrecht. Hm. Echt interessant. Oh, lalalala. Oh, hier muss ich anscheinend noch runterspringen. So, Wildstar, da bin ich wieder, mein kleiner Schatz. Da bin ich wieder. Alles wieder gut. Ich bin bei dir. Du musst keine Angst mehr um mich haben. Alles prima. So, berichten wir mal. Gut gemacht, Dina. Ich habe sogar hier gemerkt, wie die Dunkelheit vom Berg verschwand. Die Lichtsucher sind nach Pandoria zurückgekehrt. Warum? Weil in Pandoria nicht alles schlecht ist. Es ist kompliziert. Okay. Gut, aber was so kompliziert ist an der Sache mit Pandoria und wie es hier weitergeht, ich würde sagen, das gucken wir uns dann einfach morgen an. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei und verfolgt weiter diese wirklich super, super spannende Geschichte. Und dann einen schönen Tag euch noch und bis morgen. Tschüss!